Moin, moin, liebe Sportsfreunde, herzlich willkommen zurück zum LS19 zusammen mit Nana, Victor und Vanva. Grüße! Moin! Ja, in der letzten Folge habe ich ja immer noch verzweifelt versucht, den Triggerpunkt für die Malzerei zu finden. Hör mir auf. Hat den Video Fall. Ja, ich lasse das mit der Malzerei erstmal sein. Irgendwann müssen wir uns aber mal hinsetzen. Wisst ihr, was mich wundert? Nee. Nana haben wir noch nicht sein Soundboard verwendet hat. Ich hier auch nicht. Ja, wenn es nicht übermäßig ist, wenn du einfach mal passend so yay, reinhauen würdest, das wäre nicht störend, würde ich sagen. Aber stimmt, Soundpad habe ich ja bei Steam auch noch nicht installiert. Okay. Ja, ist eine Kleinigkeit. Hier wird sogar Wasser angeboten aktuell. Ja, was? 968.000 Liter zum Preis von 201 Euro pro 1000 Liter. Da ist die Map hier ja vollkommen der Cheat. Wir kriegen das Wasser ja umsonst. Ich fahr mal schnell ins Lager. Ich bin fast voll. So, ich hab uns mal eben etwas Geld besorgt. Victor, das Thema hatten wir das letzte Mal schon. Wieso hast du Geld besorgt? Naja, wir haben uns bisschen Weizen verkauft. Oje. Aber ich meine, das Thema hatten wir schon. Dafür hat der Drescher mit dem breiteren Schneidwerk einen kleineren Tank. Ja, wir sind ja schuldenfrei. Also muss Peter Zwegert nicht kommen. Zum Glück. Für den hätten wir auch nur Mistgabeln und Fackeln. Mittelalter-Style. Er ist halt so, ne? Boah, wenn es jetzt noch in dem Spiel sowas gäbe wie irgendwelche dynamischen Marktkreise mit Lebensmittelkrisen, das wäre spannend. Ja gut, so schlimm dann nur auch wieder nicht, aber... Ja, je nachdem wie viel du verkaufst, ändern sich die Preise entsprechend stark. Ja, das dachte ich. Aber das Problem ist dabei, nach dem Spielneustart, nach dem Neuladen, ist alles wieder zurückgesetzt auf Standardpreis. Ja, gut. Dass das bis jetzt noch kein Modder sich angenommen hat, ist eigentlich auch verwunderlich. Ja, vielleicht geht's ja auch nicht. Muss irgendwie möglich sein. Du setzt einfach die Originaldatei aus und tust eine separate einspeisen, wo aktuelle Preise aller Portix gespeichert werden. Unmöglich du bist kann fertig? Es nicht sein. Ich bin fertig. Ich mach das Ding gerade kurz sauber. Gut, dann. Die Ballenpresse an den Großen und den Schwan an die Kleinen. Drecke. Dann stelle ich schon mal ein bisschen was bereit. Alles klar. Wobei nebenbei mal ein Auge mit auf Victors Fischstand halten. Ah, da ist Reaper. Ah. Er hat Reaper gefunden. Ob das eine gute Frage Idee war? Ist, wo ist hier die Waschanlage? Kercher haben wir einmal bei der Werkstatt stehen. Das oder ist einmal das bei dem Baum. Baum. Warte mal. Nee. Warte mal. Komm mal dorthin, wo ich bin. Andere Seite. Ah, wir können jetzt schon wieder schlafen gehen. Ja. Entweder hier. Ah, das ist ein da steht Kercher. Es gibt sogar noch einen Mod-Kercher, den du rumtragen kannst. Der hier ist nämlich vom Standardspiel her fest verbaut jetzt. Nicht blöd. Ah, da. Einfach aktivieren und jetzt draufhalten. Welche Ecke wird schon was geladen? Keiner. Keiner. Gut, dann werde ich mal eben ins Bett hüpfen.
Auf das ihr mir gleich folgen werdet? Nee, das bezweifle ich. Ich sag aber heute die gute Unterwäsche. Oh Gott, das erinnert mich an den Parker. So, der sieht aus wie neu. So. Ja, aber trotzdem müssen wir ihn irgendwann reparieren, weil irgendwo der Lack trotzdem abplatzt. Och nee. Ach Gott. Wollen wir eine höhere Zeitskalierung machen, dass der Regen schneller vorbei ist? Yep. Musst du das Gewicht nicht weiter ernten. Aber das kann jetzt trotzdem ein paar Minütchen dauern. Große Frage beim Baumarkt. Was will denn der jetzt? Lieber Bauernmarkt. Der will Eier. Oi. Eier, wir brauchen Eier. Aber zu einem guten Preis. Der höchste Preis jetzt. Beste Preis? Beste Preis. Gut. Was ihr mal eben machen könntet, fällt mir gerade ein. Es könnten neue Zuckerrüben zur Zuckerfabrik gebracht werden und das Mehl könnte übertragen werden. Wenn du reparieren willst, hier vorm letzten Tor abstellen, da ist die Zone und hier hinten hast du auch nochmal einen Kercher stehen. Ah ja. Okay. Wer muss was transportieren? Zuckerrüben bringe ich gleich drüber. Wir haben ja noch einen freien Auflieger. Und Wolle könnte auch zur Tuchfabrik gebracht werden. Ansonsten nehme ich den Drehschemel. Ich weiß, ihr liebt den ja nicht so. Dann kann einer von euch mal den Auflieger hier nehmen für die Zuckerrüben. Der da steht. Der, mit dem ich hier ankomme. Der steht, das ist der von Viktor. Der tut den gerade. Ach, das da. Ja, ich verstehe. Enno, keine Ballen mehr, fällt mir gerade ein. Keine Ballen mehr? Okay. Packen wir so in die... Ins lose Lager. Ins Lager, genau. Okay, dann bringe ich die Ballpresse zurück. Wollen wir die Presse verkaufen, oder... Warte mal. Im Endeffekt brauchen wir sie aktuell nicht mehr, ne? Nee, und wenn wir nur für Mischration das alles brauchen, dann könnten wir auch den Überladewagen nutzen. Richtig. Okay. So. Dann stelle ich schon mal die Ballenpresse bereit zum Abfahren dann. Ich bringe nämlich erstmal im Drehschimmel was rüber. Nee, jo, alles klar. Sag mal gerade nochmal, wo ich die Baumwolle kriege. Die Baumwolle ist bei uns im hinterm Haus. Ist auch noch so ein kleiner Gang. Wenn du da dann reingehst, gleich auf der linken Seite. Gleich, wo ist denn der... Hatte ich die Drehschimmel hier abgestellt? Nee, den hatte ich drüben. Bei den Fabriken. Für die Wolle nutzt wird den Autoloader Aufliegermod. Zumindest den mit Drehschemel, den wir haben. Wie? Da war die Frage, wann war, kannst du mit Drehschemel eigentlich umgehen? Bestimmt. Ah, okay. Ist nämlich ein ganz... Ja, das ist ein ganz spezielles Gerät. Der Gerät. Einmal noch. Ja, der Gerät sieht schon mal gut aus. Ja. Wie war eure erste Woche Ausgangssperre eigentlich so? Frag nicht. Ah, hier. Ja, wie komme ich denn hier rum? Ja, soll ich es dir zeigen? Soll ich mal Exemplare fahren? Muss ich hier durch? Warte. Ist ein bisschen tricky, ist alles ziemlich schmal gehalten. Ah, ihr seid gerade bei den Schafen. Ja. Und jetzt kommt das verdammte Problem mit dem Drehschemel. Du darfst beim Rückwärtssetzen nicht zu schnell fahren. Sonst geht der Einschlagwinkel verloren. Ach Gott, das ist... Ja, ich bin der Einzige, der das Ding eigentlich hauptsächlich bedient. Enno. Jetzt.
Ich hatte den Modus nicht aktiviert. So. Einmal festmachen. Soweit es geht. Ja, also ich glaube auch, du wirst kein Freund vom Drehschemel. Goddammit, bleibt ihr aber bei mir hängen. Ui, die Hühner legen gut los. 10 Kartons Eier. Weil eben die eigentlich, Zeit wieder runtergestellt. Ja, eigentlich bräuchten wir noch den Mod für den Beifahrer, oder? Gibt es? Gibt es, ja. Weil es kommt hier gerade in den Sinn. Weil wann war gerade mir hinterher rennt, beziehungsweise kurz hinterher gerannt ist. Ja, ich habe halt gesucht, wo du mir die Baumwolle zeigst. Ja. So, da kann ich dir gleich noch zeigen, wo wir die abladen müssen, weil das ist ja hier genauso, wenn man nicht weiß, wo das ist. Wobei, ne, bei der Weberei ist es eigentlich recht einfach gehalten. Mhm. Das können wir dir auch so mal zwischendrin erklären, okay. Raus damit. Ja, sehe ich genauso. Ist die Weberei kann doch nicht schon voll sein, willst du mich flachsen? Der Motto muss hier echt mal die Trigger anders markieren. Das ist, glaube ich, ein Stück zu groß. Findest du? Mhm. Leider schon. Leert. Und schon wieder steht eine Palette. Das ist natürlich merkwürdig. Sonderbar allemal. Oder ist die jetzt voll? Das kann aber nicht sein. Warte, das haben wir gleich. Ich schau gerade nach. Nee, nicht mal ansatzweise. Nicht mal ansatzweise. 3%. Ich sehe bei mir gerade im Chat. Hi Niesel. Ob du mitspielen kannst, was sagen die anderen denn dazu? Wobei, du müsstest das Modpack laden, das ist ja das Problem. Wir spielen ja nicht Vanilla. Außerdem bin ich da mehr so gegen. Bist du vorsichtig, okay. Ja. Und irgendwie will er die letzte Palette nicht annehmen. Ich lasse sie trotzdem mal hier stehen erstmal. Alles klar. Nichts für ungut, aber wenn die anderen nicht wollen, ist ja demokratisch. Ja, ich bin halt vorsichtig. Ging halt schon mal schief und dann, ja. Also ich warte immer noch auf deine Hilfe, Enno, ne? Warte mal. Welche Hilfe? Enno wollte mir noch den Abladepunkt von der Baumwolle zeigen. Dann tu einmal durch, gehen mit Tab, bis du beim Trecker bist. Dem großen Glas? Nee, den großen Deutz. Ja. Aussteigen. Ah, bei der Weberei hätte ich ja genau das hier dazwischen in dem Bereich. Aber wie du siehst, obwohl das Ding drin steht, wird nichts abgeladen. Und die Weberei ist noch nicht mal voll, was das Lager angeht. Du hast den LKW schon vorgepackt? Du meinst den Auflieger hier? Den Auflieger, ja. Nee, der ist noch nicht voll. Mache ich gleich mit dem Zucker. Ach so. Ansonsten kann ich es dir auch mal überlassen. Einsteigen. Einmal U drücken. Da müsste dann oben. Genau. Und jetzt einfach vorn seitlich von den Paletten. Dann lädst du die automatisch auf. Oh. Langsam ja, zurücksetzen und dann nach rechts einschlagen und rausfahren. Ist eigentlich recht intuitiv, würde ich sagen. So hebt sich das Ding an. Warte mal. Keine Ahnung, wieso sich da hebt. Vielleicht wegen der Unebenheit im Boden. Komm ich da schon rum? Nee, oder? Nee. Nee.
Und jetzt stell dir mal vor, wann war es gibt für den NS ja das Lenkrad plus Seitenkonsole. Hm. So, den Zucker bringen wir einmal zur Keksfabrik. Ich glaube, wir können auch weitere Milch dorthin bringen. Ja, dann führen wir, bauen wir jetzt erstmal hier die Keks- und Brotherstellung ein. Ja. So, folgendes. Zwei Anlieferzonen gibt's, du musst in die hintere rein. Jetzt aber erstmal nochmals U drücken. Und jetzt näher. Und jetzt mal. Was jetzt schon mal B drücken? Dann solltest du, wenn du. B drücken, wenn du rauszoomst. Genau, ich sehe es jetzt auch. Nochmal B. Du hast drei Möglichkeiten. Jetzt bist du hinten. Das ist eigentlich die beste. Vorne noch ein Stück weiter vor. Ist das Gitter, was du ja hast. Nochmal B drücken. Vorform. Bis das Gitter jetzt hier in dieser markierten Zone ist. Hier kein Gitter. Ach, das Gitter. Das Gitter hinter dem Auflieger jetzt, ja. Wir sind noch viel weiter vor. Ja, es kann sein, dass alle Paletten nicht mal angenommen werden, weil zu viele sind. Und jetzt einfach mit Z abladen. Jo. Und jetzt siehst du, wie alles verschwindet. Aha. Die vordere Zone hier ist für die Anlieferung vom Mehl. Ah, ja gut, das ist... Dann klar und Milchanlieferung vor mal weiter und dann links vom Gebäude. Milch wird hier angeliefert an dem großen Fass, an dem Tank. Ja. Viktor, kannst du dich auch nochmal um Feld 5 kümmern? Den Drehhebel bräuchten wir jetzt eigentlich. Ja, kannst du erstmal zur Seite stellen. Genau, das reicht. Und jetzt können wir eigentlich, wie Nana sagt, die Milch mal ranholen. Denn Milch macht müde Männer munter. Vor allem Maus ist Milch. Wie viel Milch? Wie viel Milch? Oh, 12.000 Liter. Nee, das ist Gülle. Du musst unten gucken. 20.000 Liter. Sorry. Ich wollte gerade sagen, hä? Nee, 12.000 Liter Milch, Gülle und Mist haben wir ordentlich. Ja. Aber die Produktivität ist nicht gut. Die brauchen wieder Stroh und die Sauberkeit ist mies. Da brauchen sie Stroh. Gute Frage. Ach so, ja. Stroh, Streu. Sauberkeit und Stroh brauchen die. Gut, kümmere ich mich sofort drum. Wir brauchen andere LKWs. Wir brauchen andere Reifen oder eine andere Physik-Engine hier. Ich mit meinem Ladewagen gleich mal übers Feld gehüpft. So. Wann war, willst du jetzt gleich die Milch rüberfahren? Ja, kann ich machen. Da komme ich nochmal zur Keksfabrik zurück. Da brauchst du aber einen LKW mit Tankauflieger. Ja, ach, der Moment. Tank steht hier vorne. Den Tank habe ich gesehen, genau, okay. Nur den LKW noch nicht. Okay. So, aber Enno? Ist schon wieder so weit. Ja. Ja. Und ich komme wieder von der Spur. Nicht nice. Aber ich dränge Viktor diesmal nicht ins Feld. Solange du nicht den Faden verlierst. Nee. Ich rutsch nur. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Schaltet das nächste Mal wieder ein. Schaut doch mal bei Nana, Viktor und Wanda vorbei. Und habt noch einen schönen Abend. Ciao. Tschüss.